aus Wattenscheid. 16 Jahre jung und trainiert bei der Bundestrainerin Livia Midelanski. Sehr schön harmonisch zur Musik. Sie ist auch Musikliebhaberin. Das war sie, die Vorführung von Editha Schaufler. Sie hat ja jetzt im nacholympischen Jahr die große Chance, endlich aus dem Rampenlicht zu treten, nachdem Christine Zroka, die zweite deutsche Gymnastin nach den Olympischen Spielen in Atlanta, ihren Rücktritt erklärt hat und der Gesundheitszustand von Magdalena Pszczeska ja immer noch etwas ungewiss ist. Vielleicht wissen Sie es, sie hatte eine Verletzung am großen Zeh und kann da natürlich nur sehr schlecht turnen. Und Editha Schaufler gehört auf jeden Fall zu dem Kader für die Olympischen Spiele im Jahr 2000 in Sydney. Gebürtig übrigens in der ehemaligen UdSSR in Kirgisien, eine Russlanddeutsche. Und ihre Wertung 19,508. Damit liegt sie auf Platz 1, nachdem die